Und ich wünsche euch eine gute LDK. Liebe Freundinnen und Freunde, das alles und noch viel mehr ist der Titel unseres Wahlprogramms und beschreibt recht gut unser grünes Verständnis vom Programmprozess. Ursprünglich wollten wir das Programm auf 80 Seiten begrenzen. Gelungen ist das uns leider nicht. Ja. Derzeit sind es 100 Seiten und wir haben noch bei Weitem nicht alles im Programm stehen, was wir so alles vorhaben mit diesem unserem Bundesland. Es passt schlicht nicht alles, was wir für richtig und für gut befinden, auf 100 Seiten. Weltoffen, ökologisch, gerecht sind eben nicht nur die Schlagwörter unserer Politik, sie bilden den Leitfaden, das Gerüst unseres Denkens und Handelns. Es möge sich keiner der Hoffnung hingeben, wir würden bei Schlagwörtern verbleiben. Wir beschreiben konkrete Projekte und gehen in die Tiefe. Das zeigen auch die vielen Änderungsanträge, die von euch, liebe Freundinnen und Freunde, gestellt und in den letzten Tagen verhandelt wurden. Und ich bin wahnsinnig glücklich über so viel Engagement und auch ziemlich stolz auf euch. Danke. An dieser Stelle ist es Zeit, auch mal zurückzuschauen und Danke zu sagen. Wir haben einen beispielhaften Prozess hinter uns von anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren haben die Landesarbeitsgemeinschaften angefangen, die Projekte der einzelnen Kapitel zu diskutieren. Im Laufe der Zeit wurden daraus erste Entwürfe, die von unserer Schreibgruppe zusammengesetzt wurden und zu dem Programm, das euch heute vorliegt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all die, die an diesem Prozess mitgewirkt haben. Und wenn man eine Person stellvertretend aus der Programmprozessgruppe herausheben möchte, dann Achim Wetzlohan. Vielen Dank an euch alle und vielen Dank an Achim. Hat er sich redlich verdient. Das alles und noch viel mehr bezieht sich aber auch auf das Wesen unserer parlamentarischen Demokratie. Den Wählerinnen ein Vergleichsangebot zu unterbreiten, um sich entscheiden zu können. Unser Programm ist ein eigenständiges grünes Programm. Wir legen damit als erste Partei in Sachsen unsere Inhalte fest, während CDU, SPD in vielen wesentlichen Politikfeldern und Zukunftsfragen keine Antworten geben und sich eher im Nichthandeln eingerichtet haben. Wo andere vor den drängenden Zukunftsfragen wegducken, zeigen wir Perspektiven und Lösungen mit unserem Programm auf. Wir stellen uns der Verantwortung, denn ein Weiter-so kann und darf es in Sachsen nicht geben. Wir brauchen einen Politikwechsel in Sachsen dringender denn je. 30 Jahre CDU-Dominanz haben diesem Land geschadet, haben dieses Land ins Abseits geführt, in eine Sackgasse, aus der die CDU vor Machttrunkenheit nicht mehr herausfindet. Unser Land driftet auseinander zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt. Kaputtgesparte Schulen, selbstherrliche Verwaltung, stoisches Festhalten an der Kohle, obwohl der Klimakrise spürbar ist. Mieten wird in den Städten zum Armutsrisiko und Anbiederung an die Verfassungsfeinde der AfD. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, ich sage uns klipp und klar, mit dieser CDU kann man so nicht regieren wollen. Das alles und noch viel mehr ist ein Angebot, etwas zu verändern und aktiv zu werden, um die Zukunft zu gestalten und nicht angstvoll zurückzublicken. Ja, die Welt um uns herum hat sich verändert. Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel und eine bunte internationale Welt sind für einige zu einer Überforderung geworden. Aber es kann nicht der Ansatz von Politik sein, zurückzuschauen in die Vergangenheit, um sie restaurieren zu wollen und die Augen vor den Herausforderungen der Zukunft zu verschließen. Die Zeit bleibt nicht stehen und sie lässt sich auch nicht zurückdrehen. Und während die einen sich damit überbieten, wer schneller und besser abschiebt, erlebt die sächsische Wirtschaft schon den Fachkräftemangel und die Kammern verlangen nach Arbeitsmigration. Auch der Klimawandel lässt sich nicht einfach wegdiskutieren. Und die Bienen, die sterben halt trotzdem, auch wenn zum x-ten Mal immer wieder besseren Wissens behauptet wird,
Pestizide seien doch gar nicht so schlimm. Es ist Aufgabe der Politik, es ist unsere Aufgabe, Antworten auf die drängenden Herausforderungen der Zukunft zu geben und den Menschen hier in Sachsen Mut zu machen, diese Herausforderungen zu meistern. Dafür stehen wir, liebe Freundinnen und Freunde, mit unserem Programm. Wir haben das Programm in drei Kapitel gegliedert und es steht nicht von ungefähr das Thema Umwelt an erster Stelle. Wir sind die Umweltpartei und wollen das Thema in den Fokus der sächsischen Politik rücken. In der Mitte der Gesellschaft ist das Thema schon lange angekommen. Das zeigen uns die Petitionen zum Artenschutz oder die Friday for Future-Demonstration. Der von uns Mensch verursachte Klimawandel ist heute schon die größte Bedrohung für unsere Zivilisation. Und das auch in Sachsen. Das haben der zurückliegende Hitzesommer und die Dürreperiode ja bewiesen. Wir Grünen sind die einzige Partei, die den Menschen das Bewusstsein in dieser Hinsicht stärkt und Lösungen aus der Klimakrise anbietet. Mit einem verbindlichen sächsischen Kohleausstiegsplan, mit erneuerbaren Energien, Klimafolgenanpassung und einer Netto-Null-Versiegelung, um nur einige Beispiele zu nennen. Wenn wir unseren Kindern aber eine intakte Umwelt hinterlassen wollen, heißt das auch ökologische Landwirtschaft, keine Pestizide, Biotopverbünde, Artenkartierung, Naturschutzstationen. Alles Themen, die wir der Staatsregierung buchstabieren müssen. Einer Staatsregierung, die unsere natürlichen Ressourcen weiter vernachlässigt, zerstört und verschwendet, liebe Freundinnen und Freunde. Auch im Bereich der Mobilität hinkt Sachsen hinterher. Viele Städte und Gemeinden in Sachsen sind von einem schnellen und gut getakteten Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln abgekoppelt. Denn den Menschen bleibt dort schlicht nichts anderes übrig, als mit dem Auto von einem Ort zum anderen zu kommen. Wir wollen aber Mobilität für alle gewährleisten, die zugleich sicher, sauber und bezahlbar ist. Und das geht nur mit einer grünen Mobilitätsgarantie, mit einem sachsenweiten Stundentakt von 5 bis 24 Uhr auf allen Bahnstrecken. Unser Kernthema Umwelt ist aber nur ein, wenn auch zentraler Baustein unserer grünen Programmatik. Bildung ist ebenso zentral. Die CDU-SPD-Regierung hat den Bildungsbereich über Jahrzehnte kaputt gespart. Sie ruht sich auf den alten Erfolgen aus und ist bundesweit schlusslich in der Betreuungsqualität im Kita-Bereich. Sie arbeitet auf den Rücken der Erzieherinnen und Lehrkräfte und blockiert ideologisch neue Wege der Pädagogik, wie die Gemeinschaftsschule. Beste Bildung braucht Engagement und Professionalität. Wir wollen eine faire Vergütung und die besten Rahmenbedingungen für unsere Bildungsträgerinnen. Und das beginnt bei der Ausbildung und hört beim Geld noch lange nicht auf. Aber das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Landespolitik männerdominiert ist, während im Bildungsbereich ja zumeist Frauen arbeiten. 30 Jahre CDU haben die Politik und Spitzenpositionen in der Verwaltung in Sachsen zur Männerdomäne gemacht. Andere Parteien stehen dem in nichts nahe. Das Spitzenpersonal zur Landtagswahl ist auch bei SPD, Linke und FDP männlich. Wir wollen aber einen uneingeschränkten Anspruch von Frauen auf gleiche Rechte und umfassende Teilhabe endlich einlösen. Das heißt bei uns, ihr wisst doch noch gar nicht, was wir wollen. Das heißt, die vielfältigen Benachteiligungen von Frauen endlich zu beseitigen und umfassende Chancengerechtigkeit durchzusetzen. Dazu wollen wir beispielhaft das sächsische Frauenfördergesetz durch ein modernes Gleichstellungsgesetz ablösen. Das alles und noch viel mehr bedeutet auch Offenheit, Vielfalt und persönliche Freiheit, die nicht eingeschränkt werden darf. Die Landtagswahl am 1. September in Sachsen wird mehr als andere Wahlen zuvor eine Abstimmung über unsere Werte. Miteinander oder gegeneinander. Gemeinsam oder Eigensinn. Teilhabe oder Ausgrenzung. Wir blicken mit Sorge zurück auf die vergangenen 5 Jahre. Seit der letzten Landtagswahl. Nach Klausnitz, nach Heidenau, nach Freital, nach Chemnitz. Auf Hut- und Wutbürger, auf viele Straßen und Plätze in Sachsen. Und auf eine Staatsregierung, die haltungslos agiert und Verfassungsfeinde immer wieder hofiert. Wir sehen, dass die Polizei insbesondere außerhalb der großen Städte kaum präsent ist und sich damit bei vielen Menschen ein Gefühl von Unsicherheit breit macht.
Statt diese Probleme wirklich anzugehen, hat die CDU-SPD-Koalition mit ihrem neuen Polizeigesetz vor allem die Freiheitsrechte der Bürgerinnen in Sachsen ausgehöhlt. Unsere Freiheit darf aber nicht haltlos dem Sicherheitsversprechen geopfert werden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir alle und noch viel mehr starten voller Zuversicht und Tatendrang in den Wahlkampf. Die Hoffnung vieler Menschen in Sachsen, die ein Weiter-so nicht wollen, die sich ein anderes Sachsen wünscht und die Politik der aktuellen Regierung nicht mehr unterstützt, liegen auf unseren Schultern. Die Politik der CDU aus den letzten 30 Jahren und die aktuelle inhaltliche Anbiederung an die Verfassungsfeinde der AfD sind uns dabei Ansporn und Hoffnung und Ansporn, den Hoffnungen der Menschen gerecht zu werden. Wir sind der klare Gegenpol zum rechten Systemangriff. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und der Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft. Das spüren die Menschen vor Ort hier, in der Stadt und auch auf dem Land und ebenso über die Landesgrenzen hinweg. Es geht um eine Richtungsentscheidung im Jahr 2019 in und für Sachsen an sich. Für diese Auseinandersetzung sind wir Grüne mit euch hier im Saal und da draußen in Sachsen bestens aufgestellt. Es gibt eine neue Offenheit gegenüber uns und unseren Ideen. Das zeigen nicht nur die aktuellen Wahlprognosen, sondern auch die vielen Neumitglieder. Wir sind jetzt 50% mehr Mitglieder als noch zu Beginn der Wahlperiode. Wir sind jünger geworden, weiblicher und viel breiter aufgestellt. Zur Kommunalwahl haben wir viel mehr Kandidaten als beim letzten Mal, auch durch die vielen Sympathisanten, die für uns kandidieren. Und es war unser erklärtes Ziel, noch vor der heutigen LDK als Startschuss in das Wahljahr die 2000er-Marke zu knacken. Das haben wir geschafft. Wir sind aktuell 2040 Grüne in Sachsen. Lasst uns das feiern, auch hier vor Ort, an alle Neumitglieder, die 2018 oder danach zu uns gekommen sind. Kommt zu uns vor die Bühne. Applaus für euer Engagement und eure Entscheidung. Wir danken euch, dass ihr für uns für ein weltoffenes, ökologisches und gerechtes Sachsen kämpft. Danke.